Ist doch ein Witz. Ich laber hier die ganze Zeit mit der Scheißkamera, Freunde. Und dann fällt mir auf. Übrigens, gefühlte 2,5 Kilometer schon gelaufen. Halte ich die Kamera, rede mit mir selber, mache die ganze Zeit den Bildschirm wieder an, weil ich dachte, ich nehme auf. Was soll's, da ist mein Hund. Dann machen wir das Ganze nochmal, damit er den nicht nur von hinten sieht, auch von vorne. Komm mal her, Dicker. Jetzt kommt der Dicke wieder nicht an seine Leckerlis ran. Er macht schon Sitz. Guck mal ganz nah ran hier. Sag mal hallo, Balu. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Ja, wie ihr seht, das ist mein Pony, was immer beim Livestream Essen tut. Was euch dann manchmal auf den Sack geht oder auch nicht. Oder wenn die liebe Laura streamt. Hier, guck mal, der ist wieder nur am Suchen, ja. Ja. Balu, ich hab's denen gesagt, ich zeig dich. Mich zeige ich nicht. Ne? Gibt genau bestimmt 3.000, 4.000 Schäferhunde, die aussehen wie du, deswegen muss ich da keine Angst haben. So, wir wollen mal nicht zeigen, wie assi Berlin ist. Deswegen werden wir den Müll hier nicht filmen. Aber ich kann euch mal was zeigen. Wo sich das Ganze genau befindet, werde ich euch nicht verraten. Wir sind ja auch nicht bei It's Marvin im Let's Play, im Lost Place. Aber das ist so eine Art Community, die da wohnt. Also ohne Witz, da könnt ihr nackt über ein Grundstück laufen, das interessiert da keine Sau. Da können Sachen dann draußen stehen. Wir dürfen auch nicht näher ranfilmen. Und jetzt geht's da lang in meine unheimliche Richtung. Warum unheimliche Richtung? Immer wenn ich da lang gehe, irgendwo in diese Richtung, ist so ein komisches Fabrikgelände, was regelmäßig Feueralarm macht. Und ja, da wo ich den Hund her habe, habe ich übrigens öfters mal versprochen, dass ich, Bilder von ihm mache. Ich werde ihn den YouTube-Kanal natürlich zeigen und werde sagen, hier ein ganzes Video über Balu. Ne? Sag mal hallo. Ja, hallo. Ne, ei? Mach mal Sitz. Mal Sitz. So, jetzt müssen wir ihn natürlich dafür belohnen, weil der weiß, dass ich in der Tasche Leckerlis habe. Und meine Hände sind leider ein bisschen zu fett. Dauert immer ein bisschen, aber er ist geduldig. Er ist geduldig. Ja, fein. Lauf weiter, mein Spatz. So, auf was für Namen er alles hört, das ist gnadenlos. Ne? Manchmal nenne ich ihn Arschloch, wenn er mich morgens weckt. Dabei ist er so liebevoll zu mir. Außer neuerdings morgens hat er das Hobby, mir seine Wasserschale an den Kopf zu schmeißen. Ich muss immer darauf achten, dass ich mich nicht selber filme. Das ist schwer. Komm. Also, ich habe jetzt, glaube ich, genug vom Hund erzählt. Ich wollte mich nur noch mal bedanken mit einem kleinen Spaziergang durch den Wald für 130 Abonnenten oder 133, ich weiß nicht, wie viel ihr mittlerweile seid. Ganz, ganz dickes Lob geht auch an meine Moderatoren raus, die in den letzten Tagen sehr, sehr schnell reagiert haben. An die Antonia, an die Dope-Scharnudel, an den Dope-Cake. Ich weiß nicht, wer alles noch Moderator ist. Zwei musste ich rausschmeißen. Ach, hier, ne? Ja, ich bin ein bisschen dicker, deswegen bin ich schon außer Atem. Und ich werde jetzt noch gemütlich mit dem Hund laufen und mal gucken, wo uns der Weg hierhin verirrt. Also eigentlich werden wir jetzt geradeaus laufen, dann irgendwann links rum um dieses Gebäude herum. Ja, wo auch manchmal erzählt wird, dass da Wildschweine drin rumgammeln. Aber das, damit müssen die Leute leben. Und nicht ich. Ja, so. Eigentlich kann ich euch noch was Lustiges zeigen, aber dazu müssen wir erstmal hier. Ne, zack. Oh, ein bisschen den Wald zerstören. Ja, gnadenlos, geil, Cookie. Hast du wieder geil gemacht. Ja, Balu. Genau, den habe ich geworfen. Genau. Ja, genau den habe ich geworfen. Nee, der ist leider da drüben gelandet. Aber hier. Ja, gibt's hier. Oh, nee, den können wir nicht werfen. So, wie gesagt, das Video wird sonst zu lang. Das dauert sonst wieder 3 Tage, bis das oben ist. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Na, das kannst du doch nicht machen, wenn der Puppe es juckt. Das kannst du doch nicht bringen. So, ich sage Tschö mit Ö, ne? Also danke fürs Zugucken.
Und wir sehen uns um 18 Uhr zum Livestream, wenn wir wieder ein bisschen LKW fahren. Diesmal übrigens auf EU1, weil ich einfach mal Bock dazu habe. Und dann würde ich sagen, bis später. Tschüssen.